Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und damit auch Hallo Tomate. Hallo Arti, hallo junges Gemüse, was schauen wir heute? Ja, wir überprüfen heute die Binsenweisheit, dass aller guten Dinge drei sind, mit der Folge von 37 Grad Trans, drei Generationen, eine große Reise. Jawohl, Und ich ich hab Bock. glaube, ich brauche erstmal Nervennahrung. Und Sehr gut. lass uns einfach Ja, reingehen, ne? wirklich. Es wird lustig. Okay, dann viel Spaß. Also ich mache bloß kurz wegen Copyright, glaube ich, ne? Das ist ja hier irgendwas von Okay. mir, ne? Genau, gute Idee. Jetzt soll es aber losgehen. Sophie kam im Körper eines Jungen zur Welt. Mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht kam sie jedoch nie zurecht. Im Kindesalter hat das schon angefangen, dass ich mich unwohl fühle. Dann in der Pubertät wurde es extremer. Wo ich dann ausgezogen bin von zu Hause, da habe ich gesagt, so, ich bin jetzt die Sophie, den alten Namen gibt es nicht mehr. Wir begleiten die 30-Jährige auf ihrem Weg zum neuen Ich. Gottes Willen. Transjunge. Mit Umwandlung hier und allem, oder was? Wahrscheinlich, das sah Wahrscheinlich. so aus. Ne? Ja. Schnippchen, ne? Transjunge Luca ist fast 16. Ach, um Gottes Willen, das Den kennen wir Transjunge doch. Luca, den kennen wir doch. Der haben wir vor kurzem einen Kika-Beitrag gesehen. Oder, nee, es war nicht Kika, es war, glaube ich, WDR Kinder oder ZDF TV. Gibt es da tausend diese Kinderformate mittlerweile in den Öffentlich-Rechtlichen. Genau, und da durfte der hier schon, oder die vielmehr, ihre Geschichte erzählen. Die hält sich jetzt nämlich für einen Jungen und spielt Eishockey nebenbei. Also minimal Oh, pardon. ausgeschlachtet die Person, oder? Ja, na klar, das ist ein Fall wahrscheinlich, der interessant ist. Da hat man die schon einmal. Und ja, irgendwie, ich glaube, die Leute haben auch so ein gewisses, wie soll ich sagen, Selbstdarstellungsbedürfnis. Schaut her, wie toll und besonders ich bin. Also bei Mit diesen meinem Menschen Transsein. hier vielleicht sogar nicht, sondern eher dann die Eltern im Hintergrund oder die Ja, Mutter. ja. Den Vater hat man, glaube ich, nie gesehen damals, ne? Genau. Oh. Na, mal schauen, was Transjunge Luca ist fast 16 und erlebt unterschiedliche. Luca für Fortschritte gemacht hat. Ja, schauen wir mal. Warte mal, Wenn er ne? sich. Er ist jetzt Ja. 16. Stimmt, In letztes der. Mal war er erst 14, oder? Oder 13 sogar, ne? Und hat da diese Hormonblocker bekommen. Pubertätshormonblocker bekommen, genau. Genau. Ah, Ja. interessant. Da, warte mal, da muss ich jetzt nochmal gucken, vielleicht von wann dieses Machwerk ist. Vom 19.03.2024, also ganz frisch. Ganz frisch. Okay, sehr interessant. Outet. Das Transsein ist noch nicht so wirklich akzeptiert in der Gesellschaft. Man wird noch ziemlich viel runtergemacht dafür. Es wird immer welche geben, die es nicht akzeptieren. Fast ein halbes Jahrhundert ist es her, dass Nora ihre wahre Identität entdeckte. In West-Berlin der 70er Jahre begann ihre Transition, ihr Übergang zu einem neuen Ich. Ich hatte erstmal nur tausend Fragen im Kopf, wie geht das, wie funktioniert das, weil es ja nicht damit getan ist, sich einfach nur einen Fummel anzuziehen und sich zu schminken und loszugehen. Denn um das zu leben, das Transsein zu leben, fangen ja damit erst die Probleme an. Drei Transmenschen aus drei Generationen. Was bewegt sie? Wie wollen sie leben? Dies sind ihre Geschichten. Also es soll uns hier richtig schön schmackhaft gemacht werden. Ja, so Trans gab es schon immer in jeder Generation Und ist doch voll und schön, ne? ist so voll schön, genau. Die tun sich nur selbst verwirklichen, die lieben Leute. Ja, ich bin sehr gespannt. In der Nähe von Frankfurt wohnt Sophie. Die Kassiererin lebt schon seit einigen Jahren als Frau und wünscht sich eine geschlechtsangleichende Operation. Schon bald soll es losgehen. Ich habe jetzt auf den OP-Termin genau fast ein halbes Jahr jetzt gewartet und habe vor knapp 6 Wochen jetzt den Brief gekriegt. Wie männlich Enz noch daherstapft, ne? Ja, das muss man leider sagen. Wie Also eine gerade, Elfe. ja, also gerade beim Gehen, so diese Beckenbewegung, da unterscheiden sich nun mal Männer und Frauen sehr stark. Also Frauen haben ja so diese kreisenden Hüften, was dann zu diesem Hüftschwung führt. Und ja, bei Männern ist das natürlich ganz anders gelagert. Ist halt übelst der Oberkörper, die Schultern, ne? Genau, vielmehr sowas, was da wackelt. Dass ich operiert werden kann. Und ich ziehe das jetzt durch. Ich mache keine halben Sachen, ich ziehe das komplett durch. Ich will das auch. Warte, also jetzt schnipp, schnapp, Schniedel ab und Neovagina, go, go, go.
Oh Gott, ja, ich krieg schon wieder Albträume, wenn ich an dieses Wort denke, Neovagina. Also es gibt da ja so schlimme Bilder, wie dann sowas aussieht. Das ist wirklich so ein, oh, so ein klaffendes Loch, so eine Wunde. Also ich habe da Bilder gesehen, das war wirklich unschön. Das hat mich an die Resident Evil Spiele erinnert. Die Bossmonster, das waren immer solche riesigen, blutigen Viecher, die bis zur Unkenntlichkeit entstellt waren. Und so sah das untenrum aus, bei den Bildern, die ich gesehen habe. Und liebe Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr jetzt meint, dass wir da untertreiben, googelt halt mal selber. Googelt es Macht die wirklich, Safe ja. Search aus bei Google und dann viel Spaß damit, in Genau, und dann Anführungsstrichen. googelt man Neovagina oder so. Es ist wild. Es ist halt Frankenstein-Shit, ne? Ja. Inzwischen hat die 30-Jährige einen Termin für ihre erste von insgesamt zwei Operationen. Bisher musste sie sich mit der Einnahme von Hormonen begnügen. Damit beginnt für die meisten Schmücken. Betroffenen die eigentliche Transition. Was Hormone machen, ist schon Wahnsinn. Ich nehme jetzt seit 4 Jahren die Hormone und es hat sich sehr, sehr viel geändert. Ich selber sehe das irgendwann nicht mehr, aber mein Umfeld sieht das. Die sagen, du bist total weiblich geworden, du siehst extrem gut aus. Das stärkt mich schon ganz schön. Im Anschluss Okay, an die wir OP. lassen das mal so da stehen, diesen Satz. Du bist total weiblich gesehen, geworden, du siehst total gut aus. Bis zu den ersten Im Satz Anschluss an die sagst, ne? Ja. Schluss an die OP muss Sophie die ersten Wochen zu Hause selbst dafür sorgen, dass ihr neues Genital funktionsfähig bleibt. Die dafür notwendigen Hilfsmittel zum Dehnen gibt es bereits im Vorfeld. Dass sie. Okay, ich bin überrascht, dass sie das jetzt wirklich hier ausformulieren, was das heißt. Geil, bin ich auch überrascht, weil bisher immer im Öffentlich-Rechtlichen, wenn davon geredet wurde, von dem Thema Trans, dann wurde das so beiseite gewischt, was das wirklich konkret heißt. Also, vielleicht erklärt sie es nochmal selber, aber kurz für die Zuschauer, falls es nicht so genau kommt. Diese Neovagina, das ist halt wirklich wie eine offene Wunde. Also der Körper, der will eigentlich seine Wundheilung dann beginnen und diese Wunde verschließen. Deswegen muss man immer wieder, immer und immer wieder diese Wunde dehnen mit so einem Dehngerät. Das muss man sich jeden Tag, ich glaube sogar mehrmals am Tag, in dieses künstliche Loch dann so ein Gerät einführen und dann diese Wunde auseinanderspreizen. Also dehnen ist halt auch wieder so eine schöne Umschreibung für, also du tust die Wunde immer wieder neu aufreißen, wenn du so möchtest, ne? Könnte man so So sagen, ja, alles, was der natürlich. Körper versucht hat, mit Grind und so wieder zu schließen, Ja. machst du wieder auf. Ne? Also Ja, nichts mit ja. dehnen, so wie nach dem Sport dehnen. Nee. Das ist halt ein Euphemismus hier. Ne? Ja, danke, dass du das nochmal so klar und deutlich hier darstellst. Stimmt, weil das ist mir selber gar nicht jetzt so klar geworden gewesen. Ja, den hast recht. Das ist schon eigentlich wieder so ein bisschen Euphemismus, wie du richtig sagst. Da denkt man an Sportübungen. Und sag mal, haben die gerade gesagt, man muss das nur die ersten Wochen machen? Habe ich das gerade richtig gehört? Vielleicht hören wir uns nochmal den Satz an. Moment. So. Und zu Hause selbst dafür sorgen, dass ihr neues Genital funktionsfähig bleibt. Die dafür notwendigen Hilfsmittel zum Dehnen gibt es bereits im Vorfeld. Es war noch Oh ein Stück Gott, davor, jetzt aber wird's ist ernst. egal. So geht's. Ja. Geht's mir gerade innerlich so. Ich freue mich auf diesen Termin, ich freue mich auf meine Vagina und ich bin froh, wenn das dann endlich hinter mir ist. Und Oha. das ist die Frage. Du denkst jetzt, du wirst dann froh sein. Was ist denn dann, wenn du immer noch diese Depression und Selbstzweifel hast, die dich unweigerlich dazu werden geführt haben, zu dieser Entscheidung? Also Ja, wenn dann ist die es ganz finster. Flitterwochen vorbei sind, wie sieht's dann aus? Genau, zumal, also wir kennen ja die Statistiken, ich glaube, so, die sind so bei um die 40% der, zumindest in den USA, derjenigen Mit Transleute, die nach der Selbstmordgedanken, Umwandlung ne? immer noch Selbstmordgedanken haben, richtig. Und vorher waren es, Und glaube ich, Versuche 35 oder so, durchführen. ne? Also vor der Genau. Transition. Eben, also das wird sogar schlimmer, weil, na gut, klar, ich meine, je länger das geht, das Ding ist ja auch, ich denke, wenn man am Anfang ist von diesem ganzen Trans-Thema, dann hat man ja irgendwie immer noch was, worauf man sich freuen kann. Da hat man so ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Oh, jetzt nehme ich die Hormone, dann werde ich so viel weiblicher oder männlicher. Jetzt mache ich die Brüste weg oder ran, dann bin ich noch mal mehr männlich, weiblich und so weiter und so fort. Und dann hast du alles durch mit dieser mit diesem Geschlechtsthema und dann merkst du auf einmal, Moment mal, da kommt jetzt nichts mehr, das war's jetzt und ich habe immer noch dieselben psychischen Probleme wie vorher und Und ganz nebenbei körperlich ist das alles Mist gewesen. Man muss ja auch dazu ich krieg keinen sagen, Orgasmen mehr. genau, Der Schwanz ganz ist ab wichtig. oder die Vagina ist ausgeschabt worden, je nachdem. Also ich habe mich verstümmeln lassen. Und wie du schon sagst, meine Probleme sind immer noch da. Oh, das war jetzt aber scheiße.
Das mit den Orgasmen, genau, wie du richtig sagst. Ich meine, die Zahl wäre so bei 90% gewesen der Leute, die nach dieser Geschlechtsumwandlung halt nie einen Orgasmus haben können. Traurigerweise, also, ja, die ist wirklich richtig. Irgendwie so hoch. Und ich meine sogar, dass es so ist, wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben ja noch von dieses junge Mädchen, was noch in dieser Doku vorkommt, die hat ja mit 14 oder so diese Pubertät, diese Hormonblocker genommen. Genau. Und wenn du schon so früh anfängst damit, mit den Hormonblockern, und dann noch eine Umwandlung machst, dann wirst du sogar nie einen Orgasmus haben. Dann wirst du auch nicht mal so richtig wissen, was das ist, denke ich. Also wird dieser wichtige Teil der menschlichen Erfahrung, das ist Sex nun mal, und sexuelle Empfindung, den wirst du nie haben. Ja, traurig. Ja. Scheiße. Bitte. Auch wenn Sophie ihr Leben schon seit Jahren alleine meistert, die Tage vor und nach dem medizinischen Eingriff möchte sie auf keinen Fall alleine verbringen. Ihr bester Freund Pascal soll sie deshalb in die Uniklinik nach Essen begleiten. Mir ist sehr wichtig, dass mein bester Freund mitkommt, weil er das alles schon von Anfang an mitgekriegt hat und ich alleine das seelisch moralisch wahrscheinlich nicht schaffen würde. Ich würde wahrscheinlich dann doch irgendwie einen Rückzieher machen. Das soll auf keinen Fall passieren. Auf einen neuen Termin müsste die Transfrau dann wieder Monate warten. Luca wird in wenigen Monaten 16. Er fühlte schon von klein auf, dass er ein Junge ist, der im Körper eines Mädchens geboren wurde. Seine Familie hat sich psychologisch beraten lassen und unterstützt sein Transsein. Ich bin halt nicht in die weibliche Pubertät gekommen und habe dann direkt Hormonblocker sozusagen bekommen, als es so anfing, und dadurch hatte ich halt gar nichts. Und nach, ich glaube, 3 Jahren oder so, habe ich dann angefangen mit Testosteron, ganz niedrig, damit ich halt noch mehr wachse. Durch das Testosteron wird sein Körper immer männlich. Muss man hier kurz Pause machen. Wir haben ja vor kurzem erst, das ist vielleicht erst 2-3 Wochen her, haben wir diese ZDF-TV-Doku mit der hier gesehen. Mhm. Und das war ja offensichtlich so 2-3 Jahre vorher. Und ich muss sagen, tatsächlich sieht die jetzt schon ganz anders aus, ne? Also schon allein diese Stimme, was die Hormonblocker oder das Testosteron da mit der Stimme gemacht haben, das ist schon interessant. Das ist heftig, ja. Ja. Hormon wird sein Körper immer männlicher werden. Rückblende. Ah, hier. Schon 2019 haben wir den damals 12-Jährigen mit der Kamera begleitet. Wir gehen erstmal zum Da ist wieder dieser Seuchenarzt. Ja. 2019? Ja. Aha, interessant. Das ist also 5 Jahre vorher gewesen. Okay. Luca ist in Behandlung bei dem Hormonspezialisten Dr. Wüsthoff. Dann stell dich da mal hin, Leo, dann schauen wir doch mal, wie groß du jetzt bist. Für Luca eine wichtige Station auf seiner Reise, die Namensänderung. Auf meinem alten Personalausweis steht ja noch Leonie und den lasse ich endlich hier. Und dann wird er gelöscht. 2023 ist Luca erneut auf dem Weg zu dem Endokrinologen Dr. Wüsthoff, der sich in Hamburg auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen spezialisiert hat. Bist gewachsen, ja. Wie groß? 1,66. Ja. Du setzt dich ja jetzt auch mit weiteren Themen auch auseinander. Was machst du dir da so für Gedanken? Ja, ob man die Geschlechtsergleichung in der OP macht oder nicht. Oder, ja. Also natürlich macht man das. Gott, er will also auch, oder sie, Enz, will auch den ganzen Weg gehen. Also die gehen ja richtig in die Vollen hier. Auf jeden. Aber gut, man muss dazu sagen, wenn man schon so früh angefangen hat, dann ist man da so tief verstrickt in diesem ganzen Ding, da ist es auch schwer, da auszubrechen. Also die tut mir extrem leid hier, die Leonie, muss ich wirklich sagen. Also ich finde auch, ich weiß gar nicht, inwieweit wir das ausklamüsern dürfen, aber der Arzt hier, der macht mir ein bisschen Sorgen. Also er macht mir regelrecht recht Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, den hatten wir schon zu Dr. Frankenstein getauft letztens. Also. Ja, also wer so was mit Kindern macht, das finde ich einfach nicht gut. Also der kann er mir noch was erzählen, dass es für die der richtige Weg wäre und so. Das glaube ich einfach nicht. Also das ist, es ist schon irgendwie pervers. Ja. In der Regel ab 18 dann, wenn überhaupt. Also man muss auch eine solche Operation nicht unbedingt machen. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man nicht sich so unter einem Normierungsdrang sieht, unter dem Motto, ich jetzt als Mann, ich muss unbedingt einen Penis haben. Kann das nur am Unterarm weggenommen werden, die Haut, oder auch am Oberschenkel? Ja, also es gibt da tatsächlich unterschiedliche Operationsmöglichkeiten. Man nimmt ein großes Stück Haut vom Bereich des Unterarms. Aus dieser Haut wird dann letztlich auch der Penis gebildet. Die buchstabieren es aus. Ich finde es gerade
Echt? Sehr gut, sehr gut. Ja, wir lassen das mal noch kurz ausklamüsern. Es ist natürlich auch, dass dieser Penis dann eines Tages funktionsfähig ist und man auch Möglichkeit hat, Geschlechtsverkehr damit zu haben. Weil die Eingriffe sehr risikoreich sind, ist für Dr. Wüsthoff eine gründliche Aufklärung unumgänglich. Die Inzidenz von Transjungen ist über die letzten Jahre deutlich gestiegen. Mittlerweile haben wir ungefähr 70% der Jugendlichen, die zu uns kommen, sind transjung. Luca ist ein typischer Transjunge. Und seit dem frühesten Kindesalter mit jungenhaften Verhaltensmustern, da bin ich wesentlich sicherer. Wenn jemand im Rahmen der Pubertät mit 12, 13 plötzlich für sich dieses Trans-Thema entdeckt und dann sagt, kommt zu mir und dann habe ich dieses YouTube-Video gesehen und dann war mir alles klar, dann läuten bei mir die Alarmglocken. Um Schnellschüsse auszuschließen. Jetzt wird ja Dr. Frankenstein als gemäßigt irgendwie dargestellt, ne? Interessant, interessant, weil selbst wenn man das mit 11 oder so oder mit 10 für sich meint zu wissen, das halte ich trotzdem so für nicht richtig. Also die paar Jahre, die machen das Fettende weg, das ist so oder so ein Irrweg. Ich meine, man ist, wer man ist als Mensch. Man muss sich damit abfinden. Ich fand es auch wirklich bemerkenswert, dass sie herausgestellt haben, dass es eher so Mädchen sind, die dann diese Trans-Geschichte entdecken. Ja, ja. Also kann sich ja jeder herleiten, dass gerade Mädels so in der Pubertät mit ihrem Körper ziemlich unsicher unterwegs sind. Ja, dann leicht beeinflussbar sind mit, du hast gar kein Problem, du bist eigentlich ein Junge, hier. Und interessant war auch, dass jetzt hier das Thema Neopenis auch nochmal zur Sprache kam. Wir hatten ja vorher schon über Neovagina gesprochen. Auch da, Neopenis, googelt einfach mal, ohne Google Safe Search. Das ist genauso gruselig. Also wie der Arzt hier richtig meinte, da wird irgendwie ein Stück Haut vom Arm oder ein Bein genommen. Dann wird da wie so eine richtig fette Fleischwurst da unten rangepackt, aus irgendeiner Fleischmasse zusammengenäht. Das sieht richtig pervers aus. Und das Verrückteste ist, finde ich, bei solchen Neopenissen, wie die aufgepumpt werden. Also Normaler Cyborg Penis, der hat ja Schwellkörper. Ja, ein normaler Penis, der hat ja Schwellkörper eigentlich und da kommt dann Blut rein, dann wird der Penis steif. Und bei diesen Neopenissen, da habe ich es zumindest so mehrfach gelesen, gehört, da hast du zum Beispiel unterm Bein wie so eine Pumpe angebracht, wie eine Luftpumpe und dann drückst du halt an dem Bein immer wieder drauf und dann wird halt dieses Blut in diese fette Fleischwurst gepumpt, dass es halt so ein bisschen steif wird, aber das ist dann auch nur so ein Halbsteifer. Wie soll sich das denn auch gut anfühlen dann, ne? Eben, und er sagt dann, ja, der Penis soll ja dann auch funktionsfähig sein, dass man damit Geschlechtsverkehr haben kann. Also, ja, du kannst bestimmt Geschlechtsverkehr damit haben, aber das wird kein guter sein. Also im besten Fall noch für die andere Person. Ja. Aber du, also du kommst ja nicht mehr zum Höhepunkt. Also es ist genau. Wahnsinn. Du hast kein sexuelles Leben. Ja. Ja. Arbeitet der Experte eng mit Psychologen und Psychotherapeuten zusammen. Mein lieber Schatz, gut. Auch Luca und seine Mutter haben sich bei dem Prozess begleiten lassen. Ich hatte viele Zweifel, vor allen Dingen, als es anfing mit den Hormonblockern. Wir sind ja nicht mit dem Testosteron angefangen, sondern wir haben ja schon Hormonblocker gegeben. Und ziemlich früh, weil ich es ja eben von den großen Schwestern wusste, die früh in die Pubertät gekommen sind und so weiter. Und das wollte ich meinem Kind ersparen. Wieso denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Lass das Mädel doch einfach Mädel sein. Oh, boah, das ist wirklich der falsche Weg, da dem Kind so nachzugeben, finde ich. Also das auch noch zu bestärken in diesem Irrweg. Also man muss da stark sein. Und also nach wie vor, ich halte dieses ganze Trans-Thema für eine psychische Krankheit, als die es auch noch vor ein paar Jahren klassifiziert wurde in den ICD-Codes. Also das ist diese International Classification of Disorders. Und da gab es halt einen einfachen Code für Trans-Sein. Für Geschlechtsstörung. Ja. Da wurde einem halt auch geholfen auf psychologischer Ebene, ne? Und nicht auf irgendeiner Schlachthausebene. Also. Hier sind wir doch nur mal da unterwegs. Ja, also, es ist richtig. Also das fühlt sich wahrscheinlich für viele polemisch an, wenn man so spricht, aber letztlich ist es die Wahrheit. Es ist ein riesiges, perverses Thema, vor allem wenn es um Kinder geht. Also, da wird eben richtig übel. Ich meine, man muss sich da bloß mal überlegen, wenn dir auf der Straße jemand entgegenkommt und der sagt, also ich kann mit meinem Arm nichts anfangen, kannst du mir den abhacken? Ja. Dann würde jeder sagen, ja, Junge, geh mal zum Arzt. Irgendwas stimmt richtig, mit dir nicht. Richtig. Aber ich kann mit meinem Schwanz nicht anfangen. Oh, du bist aber eine starke Transfrau. Oder Transmann, ich bringe das auch schon durcheinander, aber ja, das ist schon verrückt.
Alles, was er so übermittelt hat, ob es nur Jungsklamotten waren und bitte keine Kleider mehr am Anfang, die kurzen Haare oder nachher, dass er mit auf die Jungstoilette einfach geht, das waren alles Phasen, wo man sah, er wird immer glücklicher. Ah, immer wieder, wenn ein Mädchen keine Kleider tragen will, dann heißt es noch lange nicht, dass das Mädchen ein Junge ist. Es gibt auch Mädchen, die keine Kleider tragen, genauso wie es Jungen gibt, die gerne feminin sind. Also ja. Das ändert, also man muss doch nicht so einem Geschlechtsstereotyp entsprechen. Also nicht jeder Mann ist so der übelste hypermaskuline Typ, so Till Lindemann-mäßig, und nicht jede Frau ist wie Britney Spears oder Heidi Klum drauf. Genau, genau. Schon Mitte der 70er Jahre entdeckte Nora, dass sie zukünftig als Frau durchs Leben gehen möchte. Viele Jahre lebte die heute 69-Jährige danach ungeoutet. Inzwischen ist ihr Transsein wichtiger Bestandteil des eigenen Lebens. Es ist eigentlich relativ spät wichtig geworden für mich, und zwar so 2018, 2019. Da kam die Rente im Blick und auch damit die weitere Lebensplanung. Ich wollte in meinem Transsein sichtbar werden. Und indem ich sichtbar werde, hat sich das einfach automatisch damit verbunden, auch aktivistisch etwas zu tun. Das heißt, für die Interessen von Transmenschen mich einzusetzen. Und wenn es nur die ist, die Mehrheitsgesellschaft aufzuklären, dann ist das für mich eine ganz wichtige Geschichte. Und da muss ich jetzt hier nochmal einhaken. Also wir hatten ja am Anfang gesagt, ja, irgendwie schon wollen die vielleicht den Weg gehen, dass die hier drei Generationen zeigen, so von wegen, das Trans-Thema gab es schon immer. Mhm. Aber hier ist ja jetzt schon interessant, der sagt, 2018, 19 kam das erst bei mir. Also auch noch nicht, überhaupt noch nicht lange. Also 2018, 19 auch voll in der Phase, als das eben alles so hochkochte, vor allem auch durch die Medien. Genau, also, als es Mainstream wurde, ja. Als es Mainstream wurde, nach wie vor. Das ist wirklich ein massives Kulturphänomen einfach, dieses Trans-Ding. Das ist so kulturelle Ansteckung. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Meme. Also ein Meme ist ja auch einfach eine Verhaltensweise, die irgendwie weitergereicht wird zwischen Leuten. Ja, verrückt. Also ich würde sagen, diese Person war früher vielleicht mal sowas Richtung Track Queen oder so eine Tucke oder sowas halt, ne? Ja. Oder vielleicht sogar ein Familienvater, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen das Phänomen Georgine Kellermann auch für mich. Also, wenn ich finde, der sieht dem auch ziemlich ähnlich. Stimmt. Wenn jemand in dem Alter das dann so für sich erkennt und nochmal irgendwie ganz paradiesisch drauf sein will. Und gibt meinem letzten Lebensabschnitt einen ganz besonderen Sinn. Gottes Willen. Nora ist 19, als sie nach West-Berlin zieht. Bald arbeitet sie in einem Nachtclub, dem legendären Che Romy Haag. Dort kann sich die junge Frau mit anderen Transmenschen frei ausleben. Also wir halten mal wieder fest, Berlin muss weg. Es ist ja jedes Mal Berlin. Ja, interessant, okay, dann kam das hier doch schon eher. Also das Trans-Thema. Ja, stimmt, da müssen wir uns korrigieren. Da muss ich mich korrigieren, richtig, richtig. Wir hatten alle ein enormes Selbstbewusstsein und wir hatten gegenüber der Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht das Gefühl, dass wir, ja, wir mochten von denen vielleicht als Freaks gesehen werden, aber das war nicht unser Problem, sondern es war deren Problem. So nach dem Motto, die haben keine Ahnung, die Armen. Die größte Benachteiligung in den 70er Jahren war, dass ich vom regulären Arbeitsmarkt ausgeschlossen war. Also es war tatsächlich so, dass Transfrauen vorwiegend nachts gearbeitet haben. Da gab es dann verschiedenste Möglichkeiten. Aber ich hätte natürlich auch gerne meinen Job weitergemacht, wenn es damals möglich gewesen wäre. Ich hatte in einer großen Buchhandlung damals gearbeitet. Aber es war vollkommen aussichtslos, da zu bleiben. 6 Jahre nach ihrer Transition verlässt Nora das Nachtleben und arbeitet fortan ungeoutet als Sekretärin. Als Opernkritikerin verfasst sie mehrere Bücher. Die Aktivistin hat das Ziel, mit Vorurteilen über Transmenschen aufzuräumen. Ich glaube, dass viele Menschen von der falschen Voraussetzung ausgehen, wenn sie sagen, dass Trans bedeutet, im falschen Körper zu leben. Ich hatte nie dieses Gefühl. Wir werden alle in dem Körper geboren, den wir haben, und es ist unser Körper und den können wir nie verlassen. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich ein Mangelwesen bin, dass mir etwas fehlt. Im Gegenteil, ich hatte ja eigentlich das Gefühl, dass mir etwas zusätzlich gegeben wurde zu meinem Körpergeschlecht, eine abweichende Geschlechtsidentität. Das heißt, ich habe Weiblichkeit und Männlichkeit zugleich. Ich finde, das ist purer Luxus. Und da widerspricht es jetzt ja der heutigen Doktrin, das ist ja interessant. Führ das mal aus. Ja, heute ist es ja so, wie sie sagte, dass du im falschen Körper geboren wurdest. Das ist ja so das. Ja, okay, stimmt. Ne? Stimmt. Und? Ja, und das ist dann wahrscheinlich schon auch noch so diese, vielleicht dann doch noch diese alte Herangehensweise an das Thema Trans, also. Die wirkt eigentlich schon fast so, als hätte die sich selber geheilt irgendwie, ne? Wie meinst du das? Naja, dass sie halt das akzeptiert, dass ja dieser Widerspruch da ist. Also sie ist halt
wie soll ich sagen, Mann, biologisch, fühlt sich aber irgendwie als Frau. Ja, wer ist denn jetzt Und eigentlich Sie? na, diese Person. Spaß. Und dass sie das sozusagen verbindet und dadurch den Widerspruch auflöst. Während die heutigen Trans-Leute den Widerspruch dadurch auflösen, indem sie sich mit allen Mitteln für eine Seite entscheiden, mit allen Konsequenzen, mit allen Frankenstein-Ebenen dazu. Ja, also wenn der Typ jetzt Ich denke, der hat auch noch einen Penis. denke ich auch. Und ich denke, da bin ich fein mit. Also das ist, halte ich für gesünder. Also Ja. dass man dann halt so, ja, so in dieser ganzen Dreck-Szene vielleicht oder so lebt. Ich meine, das gibt's ja auch schon ewig, ist ja okay, aber ja, wenn es dann halt in diese Umoperier-Geschichte geht, damit wirst du nicht glücklich. Das Ich meine, prophezei ich. dass sie jetzt hier groß auf Aktivismus machen muss. Ja, das Ne? finde ich nämlich auch Das, doof. also, vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber ich meine, so rausgehört haben zwischen den Zeilen, es geht auf die Rente zu, ich habe nicht genug, ich schreibe jetzt noch ein Buch, wie es ist Ja, hier und ja. lebt dann von den Tantiemen. Also, so Genau. kommt mir das hier ein bisschen vor bei der Naja, Person. und sicherlich ist ja auch ein Thema, dass so ein bisschen der Lebensinhalt vielleicht fehlt. Ich meine, hat der Typ Kinder? Nee. Weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Und dann, ja, dann ist die Rente da. Du hast eh vorher noch, vorher hat's, war dein Berufsleben so irgendwie nachts arbeiten. In irgendwelchen Nachtclubs kannst du ja auch nur machen, wenn du jung bist. Ja, was machst du dann später? Ja, Ja, und suchst du dann, dir halt was hat sie irgendwas. gemacht, da hier irgendwelche Opernkritik. Kritiken da verschrieben? Das ist jetzt auch nicht so, wo es das Gold regnet, ne? Nee, überhaupt nicht. Also, ja. So gesehen, ich kann das ja gut nachvollziehen, dass sie jetzt dann diesen Strohhalm greift mit, ich schreibe jetzt ein Buch, okay. Wenn es dann genug Dumme gibt, die das kaufen, alles klar. In Berlin Ja, dann ist sowieso. es klug. Ja. Ja. Also bis jetzt noch die nachvollziehbarste Geschichte von den Muss dreien, würde ich ich auch sagen. sagen, muss ich auch sagen, ja. Oktober 2022. Sophie ist auf dem Weg zu ihrem neuen Körper. Schon morgen wird sich die Transfrau einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen. Hallo, ich soll mich irgendwie melden? Ja, es war ja Corona, ne? Ich bin ein bisschen überfordert. Hier in der Essener Universitätsklinik sind geschlechtsangleichende Operationen von Transfrauen seit Jahren Alltag. Sophies bester Freund Pascal, der zu ihrer seelischen Unterstützung mit angereist ist, macht sich trotzdem Sorgen. Sophie, ich bin ein sehr liebevoller Mensch. So wie meine große Schwester. Wir haben alles zusammen irgendwie durchgestanden. Das ist eine Freude, das ist Angst, das ist so ziemlich alles. Warum Angst? Dass meine beste Freundin ist. Auch wenn es Sophie vor allem darum geht, endlich auch geschlechtlich als Frau zu leben, erhofft sie sich vom bevorstehenden medizinischen Eingriff mehr Akzeptanz im Alltag. Wenn da unten jetzt der Schwanz ab ist, das bringt dir mehr Akzeptanz im Alltag? Ja, eben, Wo also arbeitet sie? so. Am FKK-Strand oder was? Und das ist wieder diese, ich mache noch weiter Logik. Irgendwann wird's besser. Also, ich bin noch nicht ganz am Ende. Ich muss jetzt noch was machen und dann erst fühle ich mich gut. Und das ist genau das, was wir jetzt angesprochen haben, der Gegensatz zu dem Typen davor, dem Älteren, der Ja. halt mit sich irgendwie halbwegs im Reinen ist, dass er halt sagt, naja, ich bin halt nun mal irgendwo dazwischen verortet und das ist okay so. Und er will sich halt jetzt hier wirklich verändern. Und ja, ich kann ihm sagen, also jetzt von dieser gesellschaftlichen Akzeptanz, also was, wie auch immer das definiert sein soll, was soll sich da ändern? Nur weil du jetzt auf einmal zwischen den Beinen ein Loch hast, was du jeden Tag dehnst, mehrmals am Tag. Also jetzt, du wirst jetzt nicht normales Datingleben auch führen können, dass du normale heterosexuelle Männer von dir wirst überzeugen können. Also der Typ, der hier dabei ist, ich glaube, vielleicht ist er nicht nur ein guter Freund, sondern vielleicht auch mehr. Also, wissen Sie, er könnte vielleicht auch schwul sein, wenn dem so ist. Weiß ich nicht. Ja, das war tatsächlich nach den ersten Sätzen auch mein Gedanke. Ja. Aber gut, es geht ja nicht um ihn, also ist egal. Ich glaube, es war, glaube ich, sogar im Honigforum, wo einer mal so diesen, wie du Männer abschleppst als Transfrau. Ja. Oder Transmann, wie rum ist es? Egal, also als Umoperierte. Du sollst sie halt abfüllen, dass sie das dann gar nicht mitbekommen.
Weil wenn sie noch zu wenig Pegel haben, dann kriegen sie das sofort mit, wie es da unten aussieht und würden dann immer angewidert abziehen. Also du hast eine tolle Zukunft vor dir, Mädel. Genau, was du jetzt gesagt hast mit dem, man soll sie abfüllen, also das war, ich erinnere mich noch an den Post, das war halt aus irgendwo aus der Trans-Community sogar ein Tipp an andere Trans-Frauen, weißt Genau. Das war kein du? Scherz, das war ein Tipp. Genau. Und oh, übrigens dieses ganze Thema mit dem, was vormachen, das ist auch tatsächlich häufig der Grund für diese Transmorde, die dann passieren, also dass irgendein Trans-Typ ermordet wird. Also zumindest in den USA kriege ich das ganz oft mit bei solchen Fällen. Kommen dann halt irgendwie raus, also vor allem im Zusammenhang mit Prostitution, dass so ein Transfrau, so ein Typ, hat halt jetzt zum Beispiel jemanden eingeblasen für, was weiß ich, 20 Euro Okay. oder Dollar. So, und dann kriegt der Typ, der ist halt stockbesoffen und kriegt dann irgendwie im Nachhinein raus, ach du Scheiße, das ist ja ein Mann in Frauenkleidern. Und in dem Zusammenhang passieren dann tatsächlich viele dieser Transmorde. Ah, Auch. okay, Also das, das wusste ich also auch nicht. Junge, diese Junge. Art Konstellation habe ich echt schon oft gelesen. Ich sage nicht, dass das immer so ist, um Gottes Willen, aber das habe ich echt schon ganz, ganz oft gelesen in solchen Fällen. Die Welt wird immer irrer, ne? Ja. So, diese schlechten Erfahrungen halt so. Wenn man jetzt irgendwie draußen ist, oh, du bist eine Transe, das belastet dann halt schon einen, wenn du dann immer so, bist auch keine Frau, du wirst niemals eine Frau sein. Bisschen Schminke reicht da nicht, um eine Frau zu sein. Also ich musste mir schon einiges anhören, wenn ich dann operiert bin. Dieses Trans gibt's nicht mehr. Das ist bei mir weg. Auch wenn sich viele jetzt sagen, ey, ich bin trotzdem noch ein Transgender, dann sollen die das so machen, aber für mich gibt's das Wort Transgender, Transe, was auch immer, existiert da nicht mehr. Hallo, hier ist die Frau Hausner. Am Nachmittag. Also bevor es jetzt weitergeht, ich bin wirklich gespannt, wie lange die dann nach dieser Operation noch begleiten. Ja. Ja, also ob dann Ich irgendwann noch die Selbstzweifel und sowas gezeigt werden, oder? Ne? muss gerade für mich nochmal diese Aussage verarbeiten von dem Typen. Der hat doch jetzt gerade gesagt, oder habe ich das falsch verstanden, dass dieser Begriff Trans ist dann auch für ihn weg, weil er dann halt eine wirkliche Frau ist. Oder habe ich das jetzt falsch Nee, paraphrasiert? das hat er genau so gesagt, ja. Okay, und das ist ja ein gigantischer Irrtum. Das ist ja ein gigantischer Irrtum. Und das ist genau diese Logik, die wir ja schon mehrfach angesprochen haben. Dieses, ja, ich bin noch nicht richtig am Ende angekommen, das wird dann alles besser. Nein, wird's nicht. Wenn du dann jeden Tag deine Wunde dehnen musst, dann bist du immer noch keine normale Frau, weil keine normale Frau macht das. Und Und ich Plot würde auch Twist, jede Zelle in deinem Körper hat immer noch einen bestimmten Chromosomensatz. auf jeden Fall, also Ja. schon, wenn du den Typen hier so siehst, also nimmst du eine übel. Du bist halt ein männlicher Typ. Ja. Komm damit klar. Also mit deinem Mann sein. Das wäre der richtige Weg und nicht dieses ewige Umoperieren. Also, ja, wie du sagst, es wäre wirklich interessant, wie viel später die noch befragen, die Leute. Weil, also bei dem sehe ich hundertprozentig Ich sehe da kommen. schwarz. Ja, ich sehe da auch schwarz. Also, das sehe ich ganz sicher kommen, dass da nochmal eine Riesenkrise kommt nach Also dieser ich ganzen prophezeie OP. jetzt, die haben ja was von zwei Operationen gesagt, 2 Wochen nach der zweiten Operation, das wird die letzte Szene sein. Wahrscheinlich so, genau, ja. Also es wird nicht viel weitergehen. Dann wird halt nur so ein tolles Fazit kommen. Ah ja, ich bin jetzt endlich eine Frau, ich habe diese Neovagina und ja, und damit wird es das dann haben. Also das wird es dann gewesen sein für diese Richtig, Reportage. richtig schwarzer Humor wäre dann so in der letzten Szene vom Abspann so eine Todesanzeige. Ja. Entschuldigung. Trifft Sophie erstmals auf ihren Operateur, Professor Hess. Irgendwelche offenen Punkte noch für die OP morgen? Ich hatte halt große Angst bezüglich Spüren, Nerven. Also wir können sagen, dass wir ja mal unsere Patientinnen nachbefragt haben nach der Operation. Und da ist schon so, dass diejenigen, dass etwa 96% angegeben haben, dass sie eine Form von Empfindung haben in der Klitoris und dass um die 90% etwa auch orgasmusfähig sind. Das Okay, ist auch eigentlich da beruhigen Sie mich schon mal. Genau. Okay. Was soll denn das für eine Statistik sein? Also ich habe es Also das immer genau widerspricht ja andersrum jetzt gehört. genau allem, was wir jemals gelesen haben dazu. Ja. Was zu Ja. viele? Würde ich hart bezweifeln, tatsächlich. Ja. Darüber, warum sich immer mehr Menschen als trans bezeichnen, gibt es verschiedene Theorien. Der Arzt hat dafür eine einfache Erklärung.
Und vor 20 Jahren war vielen gar nicht klar, dass es das gibt. Und auch bevor ich hier ans Klinikum kam vor 15 Jahren, hatte ich damit auch wenig bis gar keine Berührungspunkte und habe erst selber auch gelernt, mit diesem Thema umzugehen. Richtig, es war den Leuten nicht klar, dass es das gibt. Die haben das erst, die sind erst auf diese Gedanken gekommen durch das Internet, durch die Medien. Also von außen. Fast so, als hätte sich das jemand ausgedacht. Ja, es ist einfach eine kulturelle Ansteckung. Ja. Ich glaube, die Akzeptanz und die Information auch in der Gesellschaft ist besser geworden und dementsprechend gibt es auch mehr Leute, die dafür Worte finden, was sie empfinden. Und jetzt hast du wieder das richtig schöne Framing gemerkt. Sie sagen, es gibt mehrere Theorien, ja? Und dann kommt die Instanz dieses Arztes, diese Autorität und sagt, ich habe aber dafür die einfache Erklärung. Und ja, die anderen Erklärungen, die es da gibt, anscheinend, die sind egal. Ja. Luca ist inzwischen auf einer neuen Schule, wo er seinen mittleren Schulabschluss wiederholen muss. Hallo, Mensch. Na, wie war Schule? Alles klar? Gut, ja. Na, dann mach mal deine Hausaufgaben. Ja. Aber warte, wieso hat er denn die Schule wechseln müssen? Was ist denn da passiert? Vor allem, er muss seinen Schulabschluss wiederholen. Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Vielleicht wird das hier noch ausgeführt. Luca weiß, dass es Vorbehalte gegenüber Transmenschen gibt. Wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit bin, würde ich nie wirklich sagen, ich bin trans. In der Schule sage ich das ja nicht öffentlich. Man sollte halt gucken, wem man es sagt, weil für die meisten ist es besser, es nicht zu sagen, als wenn sie es sagen und dann Außenseiter sind und gelästert wird und Mobbing und alles drum und dran. Die Erfahrung macht Luca schon 2019, als er sich in seinem Film geoutet hat. Das Testosteron wird er sein Leben lang nehmen müssen. Belastet ihn das? Ich habe auch Asthma und muss das auch jeden Morgen nehmen, mein Asthma-Spray, und das ist genau das Gleiche. Und das ist einfach so normal für mich. Hast du gerade Asthma mit Testosteron? Also hast du das gerade gleichgesetzt? Eine Krankheit mit deiner Lebenserfüllung? Interessant. Ja, ist schon sehr interessant, ja. Gut, ich meine, wir können jetzt hier zwischen den Zeilen lesen, der Film ist rausgekommen und die haben den dann auf der alten Schule gemobbt. Wahrscheinlich. Es gab ja so eine Szene zum Beispiel, wo die in der Jungsumkleide war, bei den anderen Eishockey. Mit dem Eishockey, ja. Ja, und da gab es so eine verräterische Stelle, wo der Ene meinte in der Kabine, naja, sie ist so und so. Und die Reporterin dann, wie sie? Ach so, na er, Luca, weißt du, der hatte die halt misgendert, aber ja, irgendwie wird er wahrscheinlich schon vielleicht sich seinen Teil gedacht haben, dass sie am Ende des Tages halt trotzdem eine Frau ist. Und so wird es den meisten normal denken, mit den Menschen gehen. Also die viele machen zum Glück nicht mit bei dieser ganzen Charade. Also sie wird halt, wenn sie nicht gehänselt wurde, dann wurde sie halt geschnitten von allen. Ja, sicherlich. Und das ist halt auch hart, wenn dich alle ignorieren und meiden. Ja. Oh. Jetzt so kann ich es mir eigentlich gar nicht mehr richtig ohne vorstellen. Und wenn ich das absetzen würde, dann... Er ist süchtig danach oder sie ist süchtig danach. Ich kann es mir ohne gar nicht mehr vorstellen. Dann würde das natürlich in meinem Körper alles wieder zurückgehen und ich würde in diese weibliche Pubertät und... Ja. Und das willst du logischerweise gar nicht, oder? Nee, das möchte ich natürlich nicht. Für Luca geht es im Augenblick erstmal um die eigene Identität und den richtigen Körper, mit dem er immer selbstverständlicher umgeht. Meine Eishockey-Mannschaft, manche wissen es, manche nicht. Ich gehe da auch ganz normal immer mit den Duschen, einfach mit einer Unterhose und das stört überhaupt nicht. Und deswegen finde ich es auch richtig toll, wie die da sozusagen Rücksicht auf mich nehmen. Eishockey ist eine Konstante in Lukas Leben. Rückblende. Schon 2019, da war Luca 12, haben wir ihn zum Training begleitet. In den nächsten Monaten bleibt wenig Zeit für Sport. Luca muss sich auf die Schule konzentrieren, um seinen Abschluss zu schaffen. Nora engagiert sich für die Rechte von Transmenschen. Ihr großes Selbstbewusstsein verdankt sie auch ihrem früheren Job als Garderobiere in den 70er Jahren im Berliner Nachtclub Che Romy Haag. Natürlich war am Anfang eine gewisse Unsicherheit da im Alltag, wenn ich unterwegs war, wenn ich abends zur Arbeit fuhr, morgens wieder nach Hause. Anfangs bin ich den Blick ausgewichen, aber das war nur am Anfang und irgendwann habe ich die Blicke gesucht. Also irgendwann wollte ich angeguckt werden. Eine geschlechtsangleichende Operation kam für die Transfrau zu keiner Zeit in Frage. Nora liebt ihren Körper genauso, wie er ist. Wenn ich draußen unterwegs bin, würde wahrscheinlich kaum jemand auf die Idee kommen, dass ich keine Frau bin. Aber okay.
Ich weiß, wenn ich nackt vor dem Spiegel stehe, dass ich einen nicht-binären Körper habe. Das wird immer als inkongruent bezeichnet, so nach dem Motto, als wenn es keine weibliche... Das ist jetzt nicht-binären Körper. Also was ist denn da am Rumbaumeln oder nicht rumbaumeln? Ja, eben, es ist... Das hättest du da jetzt so ein drittes Ehengeschlecht. Ja, da ist nichts nicht-binär. Du wirst einfach einen männlichen Körper haben. Du wirst ein Mann sein, aber dich halt weiblich kleiden. Ja, das halte ich immer noch für kritisch, aber letztlich trotzdem für den besseren Weg als bei den anderen beiden, die da auf Teufel komm raus irgendwie sich zu einer Frau operieren lassen wollen oder zu einem Mann. Ja, das wird einfach nichts. Das führt nur zu Problemen und zu Ärger. Bewusst mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geben darf. Ich sehe darin keinen Widerspruch. Wenn andere den sehen, naja gut, das ist wahrscheinlich dann deren Problem und nicht meins. Bis heute fühlt sich Nora der queeren Community verbunden. Nachts ist sie nur noch selten unterwegs. Umso mehr genießt sie den Augenblick und das sich unter Gleichen fühlen. Ich war eigentlich nicht... Was denkst du denn, wie hat sie denn die Brüste bekommen? Hat sie ja, da auch irgendwo Hormone genommen oder hat sie eine OP gemacht? Ach so, hat der noch richtige Brüste? Oder sind das nur solche Männertitten am Ende? Naja, nee, oder einfach... Ich weiß nicht, ich hätte den jetzt vielleicht sogar so eingeschätzt, dass er mehr so crossdressing-mäßig drauf ist und halt ein BH anhat, mit, wo er sich was reinstopft. Ach so, ja stimmt. Ich weiß es nicht, weil ich würde halt in dieses Konzept passen, dass er für sich sagt, ich bin mit meinem Körper eigentlich so zufrieden, wie er ist. Also ich, weil ich irgendwie verorte ich den schon eher in dieser ganzen crossdressing-Drag-Szene. Hm, ich denke auch nicht, also Hormone spritzen würde ich jetzt auch nicht zutrauen. Nee. Ja. Zu sehr auf der Exot. Eigentlich habe ich immer das Gefühl gehabt, ich müsste auch in meinem Anderssein eine Normalität leben. Also das war immer mein Ziel. So verschieden und so anders ich bin, so normal sollte das immer sein. Ende 2024 wird ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz das bisher gültige Transsexuellengesetz ablösen. Mit dem soll sich die rechtliche Situation für Betroffene verbessern. Beispielsweise sind dann psychologische Gutachten vor einem neuen Geschlechtseintrag nicht mehr notwendig. Also ich würde mir wünschen für die queere Community, dass sie von der Mehrheitsgesellschaft nicht mehr nur als die anderen gesehen werden, sondern dass wir mit dazugehören, dass wir in unserer, ja, in unserer Verschiedenheit eben mit dazugehören. Dass es so normal ist wie alle anderen Lebensweisen auch. Ja. Ganz kurz, Arti, wir sind jetzt so bei etwa 40 Minuten. Wollen wir eigentlich einen Zweiteiler draus machen oder hier weiterschauen? Lass einen Cut machen. Alles gut. Okay. Passt ja. Das denke ich auch ganz sinnvoll, ja. Kurz sacken lassen. Kurz sacken lassen, genau. Bleibt uns gewogen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich finde es interessant. Ich finde es eine interessante Doku. Also dieses Konzept mit den drei verschiedenen Generationen finde ich tatsächlich mal gut. Einfach, weil es da mehr zu sagen gibt. Also es gibt ja andere Arten, solche Dokus, wo die irgendwie gefühlt sehr auf einer Stelle treten. Mhm. Entweder das oder halt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Hier habe ich diese beiden Probleme gar nicht mal so, muss ich sagen. Also von der Machart finde ich das okay. Ja, ich bin auch überrascht, vor allem, dass er wirklich mal, wie du sagst, in die Tiefe gegangen wird und nicht so immer dann, oh, jetzt könnte es aber unangenehm werden, wir gehen jetzt mal zu anderen Protagonisten rüber. Genau. So ist es halt nicht. Es wird auch über Sachen gesprochen, wie halt hier OPs und so weiter. Ja. Gut, natürlich trotzdem noch alles sehr im heiteren Licht, aber gut, dafür sind ja wieder. Dann bis zum nächsten Mal in der Dunkelheit, haut rein. Tschüss.